ETRC zu Gast im Mekka des französischen Motorsports in Le Mans. Seit 1923 wird hier meist Mitte Juni das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen ausgetragen, allerdings auf dem rund 13,6 Kilometer langen Circuit de la Sarthe. Das Wetter trocken, viele Truck Racing-Fans mit dabei, um möglicherweise der Titelentscheidung beizuwohnen. Denn der Blick auf die Meisterschaftstabelle zeigt, Jochen Hahn, der Champion von 2016, hat bereits 66 Punkte Vorsprung auf den Tschechen Adam Laczko und kann im Optimalfall bereits an diesem Wochenende vorzeitig den Titelgewinn feiern. Das wäre dann der fünfte seiner Karriere. Ich habe schon vor, hier was zum Rocken. Ich fühle mich hier in Le Mans richtig wohl. Ich habe ja schon richtige Erfolge feiern können. 66 Punkte Vorsprung könnte mir sogar auch einen kleinen Fehler erlauben. Also gehe ich immer noch volles Risiko und möchte eigentlich eine gute, geile Show abliefern. Für Adam Laczko ist die Titelverteidigung so gut wie unmöglich. Der Tscheche kämpft um Platz 2, hadert jedes Jahr mit dem rutschigen Asphalt in Le Mans und dem Setup seines Bugira Freightliners, das einfach nicht zum Layout des knapp 4,2 Kilometer langen Circuit Bugatti passen will. Ja, ich glaube, dass Jochen schon der neue Champion ist. Aber wir kämpfen mit Antonio und Norbert um Platz 2 und 3. Das wird interessant an den nächsten beiden Wochenenden hier in Le Mans und in Jarama. Ja, und zu Le Mans und meinem Truck? Tja, es ist hier sehr rutschig. Dieser rutschige Belag gefällt unserem Bugira gar nicht. Aber natürlich geben wir unser Bestes. Slippery tarmac and we try to make the best. Neuer Dritter nach dem Wochenende in Zolder ist Antonio Albacete. Der Spanier kommt immer besser in Fahrt, hat schon 3 Saisonsiege, 101 Punkte Rückstand zwar auf Jochen Hahn, aber 4 Punkte Vorsprung auf Norbert Kiss. Der Ungar erlebte in Belgien punktemäßig sein schlechtestes Wochenende. Ah, definitiv haben wir Rang 3 noch nicht aufgegeben. So weit weg sind wir ja nicht. Nur 4 Punkte hinter Antonio. Das war ja schon die ganze Saison immer eng mit ihm. Mit Hochs und Tiefs bei ihm. Ich war etwas konstanter. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich werde mein Möglichstes tun. Mal sehen, was in den Rennen jetzt passiert. Wie ich schon sagte, mein Ziel ist es, Punkte zu sammeln. In den nächsten Rennen und auch morgen natürlich und in Jarama. Das Ziel ist, vor Norbert und Sascha zu bleiben. Dieser angesprochene Sascha Lenz, der Mann im gelben MAN-Truck mit der Startnummer 30, nimmt schon am Samstagvormittag die Glückwünsche für eine außergewöhnliche Leistung entgegen. Der Deutsche hat genau wie im vergangenen Jahr die Pole Position geholt. Mir macht es einfach Spaß, hier zu fahren. Mir liegt die Strecke sehr gut mit den engen Kurven, mit den Hartbremsen, mit den langgezogenen Kurven dann wiederum. Und für mich und für das Auto passt es einfach und bin mega happy und stolz, dass wir das wieder geschafft haben. 20 Trucks, 10 Grid Girls, ein Pole Setter, Sascha Lenz. 2 Minuten 05, 2 05. Die Zeit für Sascha Lenz in seiner schnellsten Superpole-Runde. Damit war er etwa eine halbe Sekunde langsamer als im vergangenen Jahr, steht aber trotzdem auf der besten Startposition mit guten Chancen, Saisonsieg Nummer 2 zu feiern. Auf Startplatz 2 Jochen Hahn,
der seine Serie von Siegen in Hauptrennen natürlich fortsetzen möchte und vor der Leistung des Konkurrenten Respekt zeigt. Sascha hat heute die Pole Position gefahren, absoluter Respekt. Die Runde war perfekt von ihm. Wie will ich es schaffen? Ich entscheide jetzt nach dem Start, wie gut ich wegkomme. Und dann schaue ich mal, in welcher Position ich bin. Aber ich werde den Teufel tun und werde dem Sascha hier mit aller Gewalt in die Suppe spucken, weil die Pole Position hat er verdient und dann hätte er auch den Sieg verdient. In Reihe 2 André Kosim, im Iveco und auf Rang 4 Norbert Kiss im schwarzen Mercedes-Benz-Truck nur 25 Hundertstel Sekunden langsamer als Sascha Lenz. In der dritten Reihe Antonio Albacete und Ryan Smith, der nach einem Zerwürfnis mit dem Team Oxo zu Saisonbeginn an den letzten beiden Rennwochenenden jetzt als Race-by-Race-Driver teilnimmt. Ja, wir gehen jetzt den Weg alleine. Ich wünsche Oxo alles Gute für die Zukunft, aber wir müssen uns jetzt weiterentwickeln. Wir müssen lernen, wie wir schon zuvor ohne Kamera hier besprochen haben. Der Speed alleine hilft nicht. Wir müssen das Gesamtpaket voranbringen, so wie bei Jochen, bei Antonio oder den ganzen anderen Teams. Und das wird alles bald passieren und dann sind wir richtig schnell. Und dann ist es Zeit, die Löwen loszulassen. Der Start für Rennen 1. Sascha Lenz und Jochen Hahn vorneweg. Dahinter übernehmen Kosim Rang 3, dann Kiss, Smith und Albacete. Die erste Schikane aus der Heckperspektive von Sascha Lenz. Hinter ihm Jochen Hahn, der gleich links auftaucht, und André Kosim, dann Kiss und Albacete. So sieht's aus, wenn man der Gejagte ist. Sascha Lenz vor Jochen Hahn und André Kosim. Der Deutsche aus der Nähe des Nürburgrings kommt dann hier an dieser Stelle etwas weit nach außen. Jochen Hahn kann innen bleiben, nutzt den kleinen Fehler vom Mann im MAN und geht vorbei und in Führung. Zum Anbremsen für in die vierte Kurve habe ich vielleicht einen Ticken zu spät gebremst. Die Reifen haben noch nicht so den Grip aufgebaut gehabt und dann ein klein bisschen zu früh Gas gegeben. Das Auto hat immer mehr über die Vorderachse geschoben und Jochen konnte dann innen durchgehen. Aber er hat einen Fehler gemacht und das habe ich auch zu ihm gesagt vor dem Rennen. Ich sage, Sascha, bleib sauber, klapp die Spiegel ein und fahr. Wenn du einen Fehler machst, bin ich da. Und das ist so passiert und habe davon profitiert. Runde 6. Jochen Hahn und Lenz mit rund 8 Sekunden Vorsprung. Kosim kämpft mit technischen Problemen, wehrt sich lange, wird aber innerhalb weniger Meter. Zuerst hier von Norbert Kiss überholt und anschließend dann auch noch von Antonio Albacete. Die beiden Konkurrenten im Kampf um Gesamtrang 3 also direkt hintereinander in Rennen 1. Runde 8, Ryan Smith und Steffi Halm. Mittlerweile auch schon vorbei an André Kosim, der von Adam Latschko gejagt wird und kurz darauf auch überholt wird vom Tschechen. Der Trainingsdritte damit nur noch auf Rang 9 in diesem Rennen. Eine klare Enttäuschung für ihn. Circa ab der zweiten Runde hatten wir Turbolader-Probleme. Das heißt, meine Leistung war stark reduziert und von da aus musste ich mich ja ziemlich geschlagen geben. Leider eine Position nach der anderen verloren. Rang 9, nicht das, was sich der junge Deutsche erhofft hat. Doch das Glück war mit ihm. Denn schlechte Nachrichten für alle Fans von Ryan Smith. Mehrmals überschreitet der Brite das Tempolimit von 160 km/h. Die Elektronik nicht richtig justiert. Schwarze Flagge für ihn. Damit André Kosim am Ende doch noch Achter in diesem Rennen. Letzte Runde, Jochen Hahn klar vor Sascha Lenz, der nach seinem Fehler zu Beginn das Tempo des Meisterschaftsfavoriten locker mitgehen kann. Und das Team Hahn in der Boxengasse macht sich schon bereit zum Siegerjubel. Erfolg Nummer 9 in dieser Saison, unter Dach und Fach 20 Punkte mehr auf dem Konto. Sascha Lenz wird Zweiter vor Norbert Kiss auf Rang 3. Tolle, fehlerfreie Leistung des Routiniers aus Deutschland in Rennen 1.
der seinem Traum vom 5. Titel, dem ersten dann mit Iveco, der Marke aus Italien, einen großen Schritt näher gekommen ist. Das Ergebnis im Überblick. Shane Brereton auf Rang 10 gewinnt die Grammacup-Wertung und nähert sich wie Jochen Hahn ebenfalls dem Titelgewinn. Auf der zweiten Seite Faas, Rodriguez und Requenco wegen Nichtantretens einer Drive-Thru disqualifiziert, Coleman und Smith wegen Overspeeding sogar ausgeschlossen. Ja, ich bin happy. Was soll ich denn sagen? Ich habe wieder gewonnen und jetzt sind wir, glaube ich, 80 Punkte vorm Adam. 70, ne, wie viel sind noch zum Vergeben? 60 und 30 und 10, noch 100 sind noch zum Vergeben. 70? Ne, ach, keine Ahnung, ist auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir einen riesen Step gemacht in der Meisterschaft und man merkt ja, ich bin zu blöd zum Rechnen, das muss die Freude sein und alles ist gut. Eine Menge los ist in Le Mans. Die Fans stehen halt auf Truck Racing. Außerdem die französische Meisterschaft ebenfalls am Start. Von morgens bis in die Nacht sind die Tribünen voll. Rennen 2 der ETRC am späten Samstagnachmittag auf der besten Startposition André Kosim, der Mann von Don't Touch Racing. Und neben ihm in der ersten Reihe die einzige Frau im diesjährigen Starterfeld, Steffi Halm. Wir wollen gewinnen, deswegen sind wir hier. Wir starten von 2. Ich denke, wenn wir einen guten Start haben, können wir uns direkt an die Spitze setzen. André ist hier schnell. Ich werde alles geben, aber das Treppchen ist auf jeden Fall das Minimum. Reihe 2, René Reinhardt und Adam Latschko. Der letztjährige Champion hat weitere 12 Punkte auf Jochen Hahn verloren. Eine Entscheidung bezüglich des EM-Titels kann aber erst frühestens am Sonntag fallen. Reihe 3, Albacete ist Latschko-Jäger Nummer 1 im direkten Duell mit Latschko-Jäger Nummer 2, Norbert Kiss. Und mittlerweile bekannt, der Start in der ETRC wie immer fliegend. Kosim und Halm vorneweg. Onboard mit Adam Latschko auf Rang 4. Das Feld mit gut 160 km/h unterwegs Richtung erste Schikane vor dem Dunlop-Bogen. Zu Gast im Cockpit von Ryan Smith, der von ganz hinten starten musste. Klein Nagelfort dreht sich und wenig später auch Ray Coleman, der Brite, möglicherweise von Steffen Faas leicht berührt. Runde 2. André Kosim führt, dahinter wird Steffi Halm im orangenen Truck von René Reinhardt im blauen Truck attackiert. Es geht um Rang 2. Reinhardt neben der Piste wird von Halm dann nach rechts gedrückt. Reinhardt drückt zurück, Halm weit links draußen drückt wiederum gegen Reinhardt, der von seiner ehemaligen Teamkollegin hier ins Kiesbett geschickt wird. Eine merkwürdige Aktion, zumal an der Stelle gelbe Flaggen geschwenkt werden. In der Rechts bin ich nach rechts rüber, er hat sich innen reingebremst, trotzdem noch war dann von der Strecke unten mich berührt. Das war erstmal nicht weiter schlimm, wir sind dann beide parallel weitergefahren. Kurz drauf kommt diese Linkskurve, aber da davor hatten wir auch immer noch mal kleinere Kontakte, wo ich dann einfach mehr und mehr rausgeschoben wurde. Wir haben uns dann kurz berührt. Dadurch ist sie dann ein Stück weit nach links rausgepusht worden im Prinzip. Und ja, dann ging es auf die nächste Linkskurve drauf zu und dann kam halt ein voller Schlag von hinten, also wie eine Art Retourkutsche. Und dann war ich draußen, dann war ich im Kiesbett, habe dann 10 Positionen verloren und dazu noch einen platten Reifen gehabt an der Hinterachse und konnte dann sozusagen das Rennen beenden an der Stelle. Steffi Halm aber nach wie vor Zweite, hat sich mit Glück und Können ihre Position nicht streitig machen lassen, sieht sich in der Folge aber unter Druck von Adam Latschko und Antonio Albacete. Während dahinter Jochen Hahn in den Fight mit Sascha Lenz geht. Die beiden scheinen sich zu mögen, zu respektieren und keiner gibt so schnell nach. Runde 4. Gleiche Stelle wie im Rennen zuvor. Lenz außen, Hahn innen, sauberes Manöver. Jochen Hahn auf Rang 5. Und Ryan Smith, der pflügt durchs Feld, geht kurz vor Ende der 7. Runde an. José Rodriguez vorbei. Smith danach auf Position 8.
Runde 8, die gleiche Kurvenkombination wie zuvor bei Smith und Rodriguez. Hahn hinter Albacete, Hahn vor Albacete. Tolles Manöver vom Deutschen, fair mitgespielt vom Spanier Antonio Albacete. Jochen Hahn danach auf Rang 4, macht sich sozusagen auf die Jagd nach Adam Latschko. Einer, der sich bestens auskennt, Conny Hahn, Jochens Vater, selbst erfolgreicher Trackrennfahrer gewesen, Anerkennung von ihm. Am Ende ist Jochen Hahn zwar dran an Latschko, vorbeigehen kann er aber nicht mehr. Es gewinnt André Kosim. 1,8 Sekunden beträgt sein Vorsprung vor Steffi Halm, der Zweiten. Dritter Latschko, Vierter Hahn. Und Riesenjubel an der Boxenmauer beim Kosim-Team. Der erste Saisonsieg für ihn und Teamchef Sven Walter. Enttäuschung dagegen für den Dritten, Adam Latschko. Denn für ihn endet das Rennen auf dem Standstreifen. Sozusagen der Freightliner bleibt in der Auslaufrunde einfach stehen. Ja, der Motor ist dann einfach zu heiß geworden, weil ich die ganze Zeit hinter Steffi hergefahren bin. Ich habe auf Fehler von ihr gewartet, um irgendwo vorbeizukommen, aber sie ist echt gut gefahren. Später war Jochen dann hinter mir und ich konnte mich eigentlich ganz gut gegen ihn verteidigen. Aber nach der Zielflagge, naja, was soll ich sagen, der Motor, alle Kontrolllampen im Cockpit blinkten rot und dann ging der Motor einfach aus. And after it stopped. So wird sein Truck also abgeschleppt. Für ihn steht ein Motorwechsel an, während André Kosim den Platz im Truck mit dem Platz ganz oben auf dem Podium tauscht. Kosim macht sich einen Tag vor seinem 27. Geburtstag wohl selbst das schönste Geschenk. Flankiert von Steffi Halm und Adam Latschko darf er diesen Moment genießen und wird sich das Ergebnis vielleicht einrahmen, denn so oft gewinnt man halt nicht in Le Mans. Shane Brereton erneut bester Pilot im Grummer Cup auf Rang 10. Jeder Rennfahrer möchte mal gerne in Le Mans ein Rennen gewinnen. Ja, für mich bis dato auch noch nicht der Fall gewesen. Okay, den Grummer Cup letztes Jahr bzw. den Promoters Cup, aber super happy hier ein Rennen zu gewinnen. Die Sonne verabschiedet sich in Le Mans. Trotzdem sind die Tribünen auch in der Dunkelheit bis auf den letzten Platz besetzt. Denn es gibt eine ganze Menge zu sehen und zu bestaunen. Showtrucks, Beschleunigungsduelle und anschließend noch ein Mega-Feuerwerk. Sonntagmittag, Rennen 3. Und Jochen Hahn steht zum 7. Mal in dieser Saison auf Startplatz 1, hat damit 50% aller möglichen Superpole-Bestzeiten geholt. Wohl auch ein Schlüssel zum Erfolg. Die Rechnung ist ganz einfach. Kommt Jochen Hahn vor Latschko ins Ziel, ist der Champion 2018. Jetzt sind wir mal ehrlich. Ich habe jetzt die Chance, den 5. Titel zu holen. In dem Rennen. Das würde ich gar mit einem Sieg machen. Fertig. Neben Jochen Hahn in Reihe 1, Sascha Lenz im direkten Superpole-Vergleich Le Mans, steht es also bei den beiden 1:1. Und die Tribünen am Sonntag genauso voll wie am Samstag. Startfrei für die Titelentscheidung? Fragezeichen. Jochen Hahn und Sascha Lenz nebeneinander Richtung Kurve 1. Adam Latschko fällt zurück am Start von 7 auf 12. Und wir fahren anschließend mit bei Antonio Albacete, der Spanier hinter Kiss und Smith. Rechts am Bildrand kommt Brereton. Der kollidiert hier mit Smith. Beide müssen durch den Notausgang. Runde 4. Adam Latschko mittlerweile wieder auf Rang 10. Aber wenn kein Wunder passiert, kann er Jochen Hahn wohl nur noch zur Europameisterschaft 2018 gratulieren.
Gegen Rennmitte André Kosim, Steffi Halm und Norbert Kiss das Verfolgertrio der beiden führenden Deutschen Hahn und Lenz. Norbert Kiss nach einigen harten Manövern in Zolder hier in Le Mans unter Bewährung fahrend, lässt sich das gesamte Wochenende nichts zu Schulden kommen. Vorbei an Steffi Halm, Kiss auf Rang 4. Wichtige Punkte für ihn im Kampf um Rang 3 in der Meisterschaft. Die Heckansicht von Kosims Truck. Mehr als anklopfen, aber lässt der Mann im gelben Iveco Truck auf Rang 3 durch die Nummer 3 nicht zu. Bis ins Ziel verteidigt der Don't Touch Racing Pilot die dritte Position und einer, der es kaum erwarten kann, Vater Hahn in der Boxengasse. Um 14.07 Uhr ist es soweit, die letzten Meter von Jochen Hahn auf dem Weg zu seinem 10. Saisonsieg und damit auch zum Gewinn der Europameisterschaft im Truck Racing. Was für eine Erleichterung im gesamten Team von Hahn Racing. Die T-Shirts schon gedruckt, der Hahn hat sich alle gekrallt. Jochen Hahn heißt der Europameister 2018, feiert den 5. EM-Titel seiner Karriere. Das Ergebnis zum Mitlesen, Jochen Hahn 1., Sascha Lenz auf 2, dann Kosim, drei Deutsche gemeinsam auf dem Podium und Norbert Kiss als 4. im Rennen. Rutscht wieder vor Antonio Albacete. 2 Punkte ist der Ungar in der Gesamtwertung jetzt besser als der Spanier. Ich bin mega, wirklich mega happy, das jetzt auch mit Iveco geschafft zu haben, weil das war die Strategie, das war der Plan. Das ist Italiano, das ist Blut, das ist Forza Iveco, das ist, ne, da sind jetzt Emotionen drin und das ist geil. Ja. Der dominierende Mann im Grammar Cup, in Le Mans und in der gesamten Saison ist Shane Brereton. Mit Saisonsieg Nummer 15 sichert sich der Brite den Titel im Grammar Cup, der Wertung für Rookies und Neueinsteiger. Der Titel war enorm wichtig, ist auch eine tolle Anerkennung für unsere harte Arbeit. Wir sind schon lange zusammen und können uns jetzt auf die Schulter klopfen. Und es hat Spaß gemacht, dafür zu kämpfen. Sein Landsmann Ryan Smith steht anschließend in Rennen 4 auf der Pole Position. Wir müssen jetzt nur sehen, dass wir gut in die erste Schikane kommen und dann hoffentlich weiter gut unterwegs sind. Aber wo auch immer Ryan Smith ist, da ist alles möglich. Neben Smith in Reihe 1 Antonio Albacete, wie gesagt, 2 Punkte hinter Norbert Kiss in der Meisterschaft zurück. Und der Spanier geht gleich in Führung vorbei an Smith, der Probleme hat, optimal vom Start weg zu beschleunigen. Von Steffi Halm und Rodriguez auf den ersten Metern gleich überholt wird. Die Ampel ging auf grün, Gangwechsel, nö, kein Gang. Hab versucht, zweimal den Gang einzulegen. Antonio konnte dann davonfahren. Steffi und Rodriguez gingen auch vorbei, aber wir haben dann doch wieder beschleunigt und uns Position 2 zurückgeholt. Aber nur, weil er die Schikane abkürzen kann, was für ihn, oh Wunder, keinerlei Folgen hat. Runde 3, die Lieblingsstelle von Jochen Hahn in Le Mans. Dieses Mal ist José Rodríguez fällig. Hahn von 8 gestartet, schon auf Rang 4. Der Portugiese chancenlos. Und es fällt leicht zu vermuten, dass wenig später auch Steffi Halm nicht allzu lange vor dem neuen Europameister bleiben wird. Nochmal das Überholmanöver. In der verlangsamten Wiederholung sauber vorbei Jochen Hahn an José Rodríguez im Truck von Trucksport Lutz Bernau mit der Startnummer 14. Und in Runde 5 ist es dann soweit. Jochen Hahn nah genug dran an der Teamkollegin. Ohne Mühe kann der Mann im Iveco mit der Startnummer 2 an Steffi Halm vorbeiziehen, die sich wohl auch über einen Podiumsplatz in Le Mans gefreut hätte. Aber da versteht ein Profi wie Jochen Hahn keinen Spaß. Dass aber nicht immer alles so problemlos und wie am Schnürchen läuft, zeigt die nächste Szene. Terry Gibbon, der Brite, in Runde 8. Viel zu optimistisch kracht Requenco in die Seite. Das Aus für Terry Gibbon, den Briten, der mit gebrochener rechter Vorderradaufhängung nicht weiterfahren kann. Am Ende gewinnt Antonio Albacete Rennen 4 in Le Mans vor Ryan Smith und Jochen Hahn. Der Spanier zieht damit in der Gesamtwertung wieder vorbei an Kiss. Ob ihn aber die Erklärungen der Startprobleme von Smith im Parc Fermé wirklich interessiert haben, fraglich. Norbert Kiss wird nur 10. Weil aber der 2. Smith keine Punkte bekommt, verliert der Ungar nur 8 Zähler auf Albacete. Der 4. Saisonsieg
des Spaniers ist dadurch beste Werbung für das anstehende letzte Rennwochenende der ETRC in der Nähe von Madrid auf der Rennstrecke von Jarama. Der Sieg und der Kampf um Rang 3 in der Meisterschaft sorgen dafür, dass die Rennen in Jarama nochmal richtig interessant werden. Die Gesamtwertung zeigt, Jochen Hahn ist nicht mehr einzuholen. Latschko auf Rang 2 muss bei 25 Punkten Vorsprung auf Albacete nochmal zittern. Spannend auch der Kampf um Rang 3. Und Grammar Cup Champion Brereton auf Rang 11 auf der zweiten Tafel ganz oben kann sogar noch der Sprung auf die erste Seite des Tableaus gelingen.